Ich begrüße alle hier auf dem Panel ganz herzlich und freue mich sehr, dass Sie unsere Gäste heute Abend sind. Ich begrüße das Publikum, das ist extrem zahlreich heute und ich freue mich sehr und ich hoffe, dass Sie ganz, ganz viel heute Abend mitnehmen können. Und deshalb die erste Frage, wie kam es denn zu der Gründung von Bündnis Grundeinkommen? Und was eben hier auch einen Denkanstoß gab, dass die Schweizer abstimmen können über so ein Thema und wir können hier nicht abstimmen. Und die Vorstellung, eine Abstimmung zu ermöglichen, die hatte hier, kann man sagen, Ron in erster Linie, der auch aus jemandem mit aus der Initiative, der gemeint hat, wir bringen das Thema einfach auf den Wahlzettel im nächsten Jahr. Wie kam es zur Gründung eures Vereins? Ja, als Demokrat hat man eine gewisse Mitverantwortung und möchte natürlich auch, manche haben mehr Gefühl dafür und sagen, ich möchte auch da mitbestimmen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man bestimmte Dinge, wie jetzt zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, zur Abstimmung stellen kann, damit auch alle Bevölkerungsteile ihre Meinung dazu äußern können. Welche Mittel stehen uns heute zur Verfügung, um so eine Abstimmung zu machen hier in Deutschland? Haben wir da Mittel? Im Grundgesetz steht natürlich auch, dass das Volk durch Wahlen und Abstimmungen also seinen Willen kundtun kann. Das kann man natürlich auch so auslegen, dass man noch nicht mal mehr eine Grundgesetzänderung braucht, indem man einfach nur ein einfaches Gesetz im Bundestag einbringt. Das ist auch, letztes Jahr haben wir vor 25 Jahren das bayerische Bürgerbegehren gefeiert, was wir ja auch damals auch mit den ganzen damals Grünen und so weiter, die auch mit bei mehr Demokratie damals waren, umgesetzt haben. Das braucht halt gewisse Entwicklungszeiten und irgendwann mal schafft man das auch und jetzt haben wir es auf Landesebene, wir haben es auf kommunaler Ebene und ich glaube auch, dass wir das auf Bundesebene schaffen. Wir haben ja viele Initiativen. Wir sind ganz beglückt gewesen, dass uns die CSU angefragt hat. Also sagen wir, sollen wir dieses Grundsatzprogramm aufnehmen, die direkte Demokratie, bundesweiten Volksentscheid, könnte uns da helfen, fand ich ganz nett. In der Schweiz spricht man ja von Volksabstimmung. In Deutschland redet man oftmals von Volksentscheiden. Und da merkt man schon vielleicht auch einen Unterschied. In Deutschland scheidet man etwas. Aber in der Schweiz, da stimmt man sich ab, eine Abstimmung. Und darum ist es auch so, dass in der Schweiz des Öfteren eine Abstimmung zum gleichen Thema stattfindet. Und es wird so lange abgestimmt, bis es stimmig ist. Und die Abstimmung selber verändert sich aber dann immer wieder vom Thema her. Wenn man bedenkt, die Altersvorsorge in der Schweiz, die hat insgesamt 3 Anläufe gebraucht, bis man dann schlussendlich die AHV eingeführt hat. Und mit dem Frauenwahlrecht, da war es das Gleiche. Da hat man 3-mal abgestimmt, bis dann schlussendlich 1979 es soweit gewesen ist, dass auch die Frauen wählen durften. Und in Deutschland hat man dann oftmals auch eine falsche Sichtweise. Das hat man auch festgestellt bei unserer Abstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Da hatte ich dann abends auch die Heute-Sendung und die Tagesschau verfolgt. Da wurde dann immer gesagt, ja, wurde klar abgelehnt. Wir haben das nicht so gesehen. Man muss sagen, 23% haben zugestimmt. Also in Deutschland wäre die SPD froh, wenn sie 23% hätte. Und das ist der Unterschied. Also 23% Zustimmung auf Anhieb zu bekommen, ist eigentlich schon ein sensationeller Erfolg und eigentlich keine Niederlage. Und irgendwann in 6 bis 8 Jahren stimmt man einfach wieder ab über das Thema, halt vielleicht in leicht veränderter Form. Man schaut, was man falsch gemacht hat, was man besser machen kann. Und dann hat man vielleicht beim nächsten Mal 35% Zustimmung. Und vielleicht beim dritten Anlauf klappt es dann. Aber unsere Aufgabe ist es ja, andere Parteien zu infizieren. Wir möchten ja mit unserer Aktion die Parteien vor uns hertreiben, damit sie sehen, hoppla, da gibt es eine Partei, die fischt uns hier die Stimmen weg. Und dann hat vielleicht auch einmal die CSU oder auch die SPD das Grundeinkommen im Parteiprogramm. Das sollte unser Ziel sein. Was könnte denn der Grund dafür sein, dass die Parteien so zurückhaltend sind? Dieses Thema aufzunehmen. Dass in einer Partei, in der beide Positionen vertreten werden, dieses Thema ein enormes Spaltpotenzial birgt. Das heißt, wenn sich eine Partei hier festlegt,
könnte das jeweils die andere Seite doch sehr verprellen, System. Also in einer und derselben Partei, das gibt es bei den Grünen auch und bei der SPD auch, es stehen sich hier ein bisschen unversöhnliche Positionen gegenüber. Ich glaube, wir tun uns schwer, einfach das so zu servieren und sagen, wir wollen bedingungsloses Grundeinkommen. Da sage ich, naja, wenn ich meine Anwaltskollegen anschaue, die sagen dann, was erzählt er eigentlich, von was redet er eigentlich? Ja? Also die würden überhaupt nicht verstehen, dass da so eine Idee ist. Ja? Es gibt nur ganz wenige, die dann überhaupt sich mit dem Thema befassen und diese Möglichkeit überhaupt für real erachten. Sie können im Internet lernen, mein Grundeinkommen. Und ich mag jetzt den Markus ganz schnell noch fragen, ob dieses neue Instrument unser Grundeinkommen in der Schweiz auf der gleichen Ebene ist. Mein Grundeinkommen ist Crowdfunding und Sie können dort ein BGE gewinnen für ein Jahr pro Monat 1.000 Euro. Weil viele Mitglieder gesagt haben, sie möchten jetzt wirklich mal einen wirklichen Praxistest haben. Nicht nur dieses monatliche begrenzt von einem Jahr, sondern wir oder die Initianten in Zürich arbeiten jetzt daran, Konzepte zu entwickeln, wo man wirklich einmal einen Praxistest macht. Entweder irgendwo im Raum Zürich oder in der Westschweiz. Und da laufen gerade jetzt die Vorbereitungen. Und da gibt es jetzt demnächst dann auch mehr Informationen auf der Homepage auf www.deinbgi.ch. Jetzt würden wir eben gerne Fragen von euch hören an die Gäste, die wir hier eingeladen haben. Oder was wäre die Hoffnung, dass in der Gesellschaft insgesamt sich überhaupt ändert? Ich glaube, ich habe vorhin schon mal das in kurzem Satz erwähnt. Grundeinkommen heißt nicht in erster Linie mehr Geld, sondern mehr Freiheit. Grundeinkommen ist ein emanzipatorischer Ansatz. Das heißt, das Grundeinkommen versetzt uns alle in die Lage, auch Nein sagen zu können. Wo? Und zwar lese ich hier, mit direkter Demokratie wird die repräsentative Demokratie repräsentativer. Das heißt ja auch, dass Sie der Meinung sind, stimmt, denke ich eigentlich auch, dass der Bundestag nicht repräsentativ ist für die Gesamtbevölkerung. Wenn er repräsentativer wird, der Bundestag, das ist ja auch die Werbung, die wir machen. Ihr lieben Politiker, tut es euch doch viel leichter, wenn ihr die schwierigen Themen, wo euch zerstreitet, ins Volk rausgebt, ordentliche Vorlagen macht über die Pro und Contra und dass die dann abstimmen. Also das ist doch viel einfacher. Außerdem gehört es da auch hin, weil wir sind der Souverän und sonst niemand. Ja. Und die Frage stellt sich für mich auch, ist das nicht ein Geschenk, das Ganze, an die multinationalen Konzerne, die dann noch leichter Leute entlassen können, Niedriglohn bezahlen können und Leiharbeit und Kurzarbeit veranstalten können. Sie sagen jetzt, es wäre ein Geschenk an die Industrie. Ich glaube, es ist eigentlich anders, dass man sagen kann, wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann müssen sich die Arbeitgeber überlegen, was möchten sie den Arbeitenden bieten, damit die überhaupt kommen. Also mehr als 50% aller Arbeiten in Deutschland werden eigentlich unbezahlt gemacht. Freiwilligen Arbeit, in der politischen Arbeit und dann auch in der Care-Arbeit, in der sogenannten, die ja eigentlich nicht ganz so freiwillig ist, sondern die irgendwo gemacht werden muss. Care-Arbeit ist zum Beispiel Kindererziehung, Hausarbeit, Pflege von Alten, von Behinderten und so weiter. Und das vergisst man oft heutzutage. Da muss man bedenken, dass solche Leute auch von den ganzen Produkten und Gütern und Dienstleistungsberg mit dran teilnehmen kann und das macht man in Form von Grundeinkommen. Aber ich frage mich, wie das Partei sich das vorstellt, die Stimmen zu bekommen, wenn gar keine Werbung gemacht wird, beziehungsweise keine Plakate oder sonstige Werbung läuft, wie man die Menschen anspricht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier nur München ist, ob das in Berlin anders ist. Das fände ich ganz interessant. Also ich kann dazu sagen, dass in München eigentlich schon ziemlich viel läuft. Man ist regelmäßig auf verschiedenen Plätzen unterwegs mit sogenannten Bodenzeitungen und mit Infoständen. Wir haben auch Vertreter da, die da sehr aktiv sind. Aber in der Tat, Wahlplakate ist das Thema, dass das einfach finanzierungstechnisch ein bisschen problematisch ist, dass es schon mit viel Geld oft verbunden ist.
Und finanzmäßig ist unsere Partei nicht ganz so gut aufgestellt. Ich habe eine ganz einfache Frage. Warum werden, wenn man Mitglied bei der Partei wird, keine Mitgliedsbeiträge verlangt? Weil alle Parteien finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge. Wer finanziert diese Partei? Frage ich mich logischerweise. Also das haben wir bewusst so gemacht, dass wir wollten keine Mitgliederpartei sein. Wir haben die Partei ja nur als Instrument gehabt, damit man die Abstimmung machen kann. Und dazu braucht es halt einmal zumindest Mitglieder, es braucht eine Satzung und das ganze Konstrukt halt drumherum. Aber unser Ziel ist es nicht, hier hunderte oder tausende Mitglieder zu finden, weil die gibt es ja an und für sich schon. Unsere Mitglieder sind diese ganzen Initiativen und Organisationen, die es bundesweit ja eh gibt, die sich fürs Grundeinkommen einsetzen. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Und die errechnen vielleicht Modelle, die machen Werbung, die gehen auf die Straße. Und wir haben nur die Plattform erschaffen, damit die Leute in Deutschland für das Thema Grundeinkommen abstimmen können. Nicht mehr und nicht weniger. Ich beschäftige mich mit dem Grundeinkommen sehr viel und auch in meinem Umfeld ist das so. Aber ich bezweifle eben stark, dass viele Leute überhaupt wissen, was das ist. Und meine Frage natürlich ist auch, verschenke ich nicht meine Stimme bei der Bundestagswahl, wenn ich das jetzt BGE wähle? Also ich glaube, dazu kann man auch sagen, dass es Menschen gibt, die sagen, also bisher habe ich nicht gewählt und jetzt weiß ich wenigstens, was ich wählen kann. Ein Argument dafür, dass es also keine verlorene Stimme ist, sondern dass es Menschen gibt, die sonst gar nicht gewählt hätten und jetzt das BGE wählen. Also ich denke, es ist schon sinnvoll, einfach damit es als Thema sichtbar wird. Ja. Wir können ja nicht erwarten, bis das, die Grundeinkommenpartei eine absolute Mehrheit im Bundestag hat, weil das wird sich doch hinziehen, bis es soweit ist. Deshalb müssen wir alle miteinander in unseren Vereinen, unseren Parteien, in Gewerkschaften mehrheitsbildend informationstechnisch tätig werden. Ja, vielen Dank. Und dann vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Vielen herzlichen Dank an Bertram, an Gerhard und an Markus, dass ihr bei uns wart und uns den Abend mitgestaltet habt. Vielen Dank. Ja.